Hallo, ein herzliches guten Tag aus Frankfurt. Mein Name ist Thomas Kors. Ich bin bei der Helaba zuständig für das Geschäft mit Financial Institutions. Und heute ist wieder bei mir Sabrina Mies, unsere Leiterin für Fixed Income Research für Financial Institutions und SSA-Emittenten. Servus, Sabrina. Hallo Thomas, grüß dich. Wir haben eine Serie begonnen über den Vergleich der Implementationsstatusse sozusagen der EU-Direktive zur Harmonisierung von Covered Bond-Emissionen im Euroraum. In der ersten Folge haben wir einen kurzen Überblick über den Gesamtstatus gegeben und jetzt wollen wir anfangen, einzelne Länder, einzelne Jurisdiktionen miteinander zu vergleichen. In dem Zusammenhang haben wir uns zuerst mal auf unser größtes Nachbarland konzentriert, auf Frankreich. Sabrina, wie sieht's aus? Was sind denn die wesentlichen Punkte, um die es hier geht? Erstmal möchte ich natürlich alle begrüßen, besonders die französischen Freunde heute. Bonjour à tous. Ja, heute geht es um Frankreich versus Deutschland. Wir schauen uns ausgewählte Regularien an, die eben jetzt nach der Implementierung in den Gesetzen, in den Covered-Bond-Gesetzen in Frankreich und Deutschland stehen. Na wunderbar, da wäre das erste Thema, was wahrscheinlich einem so in den Kopf kommt, Deckungswerte, oder? Das ist richtig. Die Deckungswerte standen natürlich im Fokus der Direktive und letztendlich hat sich da nicht viel verändert, denn wir haben hier sehr traditionelle Märkte mit Stärken und bestimmten Pfandbriefarten und insofern haben wir dort auch weiter die Assetklassen, die wir kennen in Frankreich, die traditionelle konservative Gruppe der Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien und Forderungen an den öffentlichen Sektor, genauso in Deutschland. Und durch die vier Pfandbriefarten, die wir in Deutschland haben, also neben den Hypotheken und öffentlichen Pfandbriefen noch die Schiffs- und Flugzeugpfandbriefe, kommen natürlich noch weitere Deckungswerte hier ins Spiel. Bleiben wir bei den traditionellen, die führen dann auch dazu, dass der Covered Bond, was das anbetrifft, ein Premium-Covered Bond sein kann nach dem neuen europäischen Recht. Die neuen Assetklassen, die Harmonisierung mitbringt, sehr hochqualitative Assets weiterhin und auch Darlehen an öffentliche Unternehmen, spielen neuerdings dann auch eine Rolle, werden aber in beiden Gesetzen hier nicht aufgegriffen. Wir haben natürlich noch die Flugzeuge oder Flugzeughypothekenkredite, die sind natürlich geblieben und fallen auch unter die Kredite oder Deckungswerte, die dann nicht zu einem Premium-Covered Bond führen. Naja, im Großen und Ganzen aber alles traditionelle Assets, die man so kennt aus den Deckungspools Ja, der vergangenen man muss Jahre. aber sagen, Frankreich hat noch weiter hier strikte Maßnahmen ergriffen. Ganz kurz noch zu ernennen, die garantierten Wohnimmobilienkredite. Hier hat der Garantiegeber jetzt ein bestimmtes Mindestrating einzuhalten. Und wir hatten im Moment in einem der Covered-Bond-Arten in Frankreich, in den Obligations foncières, eine Grenze für diese garantierten Wohnimmobilienkredite von 35%, die ist auch weggefallen. Okay. Naja, aber es gibt ja andere Mechanismen, die die Sicherheit zumindest nominal deutlich erhöhen. Was internationale Investoren immer gerne haben, ist Overcollateralization. Also Überdeckung. Wie sieht's da aus? Richtig. Hier hat der Gesetzgeber ja eine 5% nominale Überdeckung eingeführt, die oder vorgegeben, die eben umgesetzt werden sollte in den Ländern. Wie das ist bei den beiden Ländern jetzt hier zu sehen? Frankreich hat das beibehalten, denn Frankreich hatte schon immer eine 5% nominelle Überdeckung und Deutschland hat es eingeführt für die Schiffs- und Flugzeugpfandbriefe. Warum nicht für Hypotheken und öffentliche Pfandbriefe? Hier gibt es eine Ausnahmeregelung im europäischen Recht und die hat Deutschland dann auch gezogen. Das heißt, wir bleiben bei 2%, aber jetzt auch nominell. Das ist das erste Mal, dass wir eine nominelle Überdeckung im deutschen Gesetz haben. Bislang hatten wir ja eine barwertige Übersetzung, die auch bleibt und die auch weiter aufgestockt wird. Hier deckt jetzt auch Abwicklungskosten ab und ist deutlich qualifizierter als vorher. Also technisch etwas ausgefeilter. Ja. Na gut, wenn wir von technischen Ausfeilungskriterien reden, kommt als nächstes Kriterium für mich Liquiditätspuffer in die Gedanken, weil da hat Deutschland ja Vorreiterrolle gespielt und Frankreich ist relativ schnell nachgezogen. Wie sieht es da jetzt aus? Also bei dem Liquiditätspuffer ist es ja so, der war in Frankreich schon im Gesetz drin. Ich glaube schon seit 2014. Und bei uns in Deutschland auch. Das heißt, hier ging es eigentlich nur noch um Nuancen, um kleine technische Themen. Und zwar ging es darum, wie wird dieser Liquiditätspuffer berechnet. Also nochmal zur Erinnerung, es geht um die Abdeckung der Netto-Liquiditätsabflüsse der nächsten 180 Tage für den Krisenfall. Wichtig, dass im Prinzip genug Liquidität da ist, genug Zeit für den Verwalter, um im Notfall eben hier Liquidität sich zu besorgen, weitere und die Covered Bonds zu bedienen. Zur Berechnung, ganz wichtig,
Es gab zwei Möglichkeiten, entweder die ursprüngliche Fälligkeit des Covered Bonds zu berücksichtigen in dieser Berechnung oder eben jetzt das verschobene Fälligkeitsdatum. Denn wir erinnern uns, ich habe es im vorherigen Video erwähnt, es gibt die Option, dass die Länder eine Fälligkeitsverschiebung einführen. Wie gesagt, immer für den Krisenfall. Und wir werden das nachher sehen. Deutschland hat auch diese Option gezogen. Und in Frankreich gibt es das schon in vielen Programmen. Also diese Soft-Bullet-Struktur haben wir in vielen Programmen. Nun, wie haben die beiden Länder sich jetzt entschieden, was die Berechnung des Liquiditätspuffers anbetrifft? Das sehen wir hier. Das sehen wir gleich. Ganz kurz noch zur ursprünglichen Fälligkeit. Wichtig, warum ist das so wichtig? Naja, also im Moment, im Krisenfall, tritt der Insolvenzverwalter oder der Verwalter an. In Deutschland ist es der Sachwalter. Und jetzt geht es darum, wie viel Liquidität hat er zur Verfügung. Wenn es die ursprüngliche Fälligkeit ist in der Berechnung des Liquiditätspuffers, dann sind ja die nächsten 180 Tage schon finanziert. Und es kommt noch eine 12-monatige Fälligkeitsverschiebung hinzu. Das heißt, er hat also Luft für die nächsten 18 Monate. 12 plus 6, 18. Genau. Und das haben die Deutschen auch gewählt. Also das ursprüngliche Fälligkeitsdatum zählt bei der Berechnung der Liquiditätsabflüsse. Die Franzosen gehen hier auf das verschobene Fälligkeitsdatum. Und dadurch haben sie im Prinzip eine Refinanzierung von 12 Monaten garantiert. Auch schon sehr, sehr, sehr gut und hilfreich in diesem Krisenfall. Okay. Und wie sieht es aus mit den Auslösern, wenn du gerade von Soft Bullets gesprochen hast? Die werden ja nicht automatisch in Kraft treten, sondern da muss schon was passieren. Das ist richtig. Die Fälligkeitsverschiebung muss nach objektiven Auslösern erfolgen. Das hat der Gesetzgeber vorgegeben. Und jetzt ist erstmal die wichtige Frage, findet die Fälligkeitsverschiebung überhaupt in diesen Ländern statt? In Deutschland wurde sie per Gesetz eingeführt, gilt also jetzt für alle schon ausstehenden Pfandbriefe und alle zukünftigen Pfandbriefe. In Frankreich ist es so, dass es je nach Programm ist. Also der Emittent entscheidet und dokumentiert das dann in seinem Programm, ob eben Soft Bullets vorherrschen oder nicht, also diese Fälligkeitsverschiebung möglich ist. Auslöser, klassische Auslöser, objektive Auslöser sind die Insolvenz, die Bankenabwicklung, die Resolution oder ein Liquiditätsproblem. Und genau hier setzt Frankreich auch an und hat diese drei objektiven Auslöser gewählt. Dann wird automatisch verschoben, der Covered Bond. Bei der letzteren ist es so, dass also diese Liquiditätsgeschichte ist, es wird diese 180-Tage-Regel, den Liquiditätspuffer, den wir gerade hatten, der wird verletzt. Da muss aber auch noch die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zusätzlich erfolgen, bevor eben die Fälligkeitsverschiebung getriggert wird. In Deutschland ist es so, wir haben ja einen Sachwalter, der bei Insolvenz berufen wird. Und dieser Sachwalter hat dann eben die Möglichkeit, in letzter Instanz, wir sagen Ultima Ratio in Deutschland eine Fälligkeitsverschiebung auszulösen. Und das kann er machen, ohne Bedingungen erstmal für die nächsten 4 Wochen. Tilgung und Zinsen können da verschoben werden. Wenn es dann bis 12 Monate geht, und das ist nämlich die Zeit, die hier verschoben werden kann in Deutschland, dann müssen 3 Bedingungen vorliegen. Ich habe es hier angedeutet, dazu gehört die Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit, der Deckungsmasse, die Deckungsmasse darf nicht überschuldet werden und die Annahme muss vorherrschen, dass natürlich mit dieser Fälligkeitsverschiebung Covered Bonds wieder weiter bedient werden können. Sieht auf den ersten Blick etwas kompliziert aus, aber danke, dass du etwas Licht in die dunkle Geschichte gebracht hast. Wir haben ja auch detaillierte Studien für das Thema vorliegen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kommen die aber erst aufs Netz, wenn wir fertig sind mit der Serie. Eine Ausnahme? Die Studie zu Deutschland, also was da der Implementierungsstatus ist, die ist bereits auf helabar.com bzw. helabar.de verfügbar, ja. Mit dem schönen Titel Pfandbrief bleibt Pfandbrief. Insofern vielen Dank erstmal, Sabrina, für diese intensivere Beleuchtung. Ich hoffe, Sie werden uns wieder beehren bei der nächsten Folge. Da sprechen wir dann über den Vergleich zu Österreich. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mein Name ist Thomas Koss, das ist Sabrina Mies. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Auf Wiedersehen. Merci.